Gott sieht den Menschen ins Herz und Gott fragt nur nach dem Glauben. Es wird Anfechtungen geben und Leiden und Versuchungen durch den Teufel. Immer. Aber Gott wird uns trösten, denn Gott ist gnädig. Ich habe mich frei gekauft von aller Höllenpein. Das ist nicht mehr meine Kirche. Herrlich fett dieses Jahr. Wir sind frei. Ohne Ablasspapier. Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Der Ablass kann keine Sünden vergeben. Das kann nur Gott. Sie werden mich verbrennen. Was kann so falsch daran sein, die Wahrheit zu sagen? Die Welt ist im Wandel. Ich will eine eigene Meinung haben und ein eigenes Leben. Gott, erhöre mein Rufen. Das sind eure Thesen. Ist das das Wort Gottes?